Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch mal wieder ein kleines Unboxing. Und zwar, wie der ein oder andere schon wissen müsste, hat Funke seit längerem die Superballer 2 und Superballer 1 rausgebracht. Jetzt an die Leute, die nicht wissen, worum es sich hier handelt. Es gab auch schon D-Baller von Funke. Das sind einfach alles Böller, die in P1 eingestuft sind. Das heißt, man darf sie ab 18 das ganze Jahr erwerben und auch legal zünden. Und ja, wie schon gesagt, ich habe mir davon mal ein paar gestellt. Das sind jetzt hier die neuesten, die von Funke rausgekommen sind. Eigentlich kostet ein Schinken 70 Euro von den Superballer 2, also ca. 70 Euro. Und PyroWeb hatte da eine kleine Aktion, da habe ich dann direkt mal zugeschlagen. Und die Böller haben auch einfach eine mega krasse NEM-Anzahl. Zum Beispiel die Superböller 2 haben 8 Gramm. Normaler Superböller 2 zu Silvester, würde ich schätzen, hat einfach 2,5 Gramm. Und dadurch, dass sie hier so heftig verarbeitet sind, das werden wir uns aber gleich auch nochmal angucken, sind die einfach so krass laut. Also die kommen schon echt an Polenböller ran, Leute. Das ist wirklich ungelogen. Natürlich nicht an Cobra 6 oder sowas, aber auf jeden Fall an die kleineren. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, bei PyroWeb bestellt. Ihr könnt euch die Dinger einfach, wenn ihr 18 seid, jetzt sofort selber bestellen. Den Link zum Shop findet ihr unter meinem Video in der Videobeschreibung. Da habe ich euch den Shop verlinkt. Da könnt ihr euch die Böller jetzt selber bestellen, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal ins Paket rein und schauen, was ich mir so bestellt habe. So, ich habe jetzt die Kamera einfach mal auf Stativ gestellt, das geht dann alles einfacher. Und dann wollen wir jetzt einfach mal hier reinschauen, was ich mir denn so bestellt habe. Reingeschaut habe ich selber auch schon mal, Leute, die Neugier, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall haben wir hier einiges an Verpackungsmaterial, wenigstens keine Zeitung, sondern Dinger, die man auch noch so benutzen kann. Man kennt es. So, auf jeden Fall haben wir hier schon alles, was bestellt wurde. Wir haben hier zwei Schinken, Superballer 2 von Funke, und wir haben hier die Superballer 1, da haben wir nur ein Päckchen. Ich hoffe, man sieht das alles gut, die Belichtung ist ein bisschen scheiße, aber ich denke, das wird schon so klappen. Also wie schon gesagt, wir haben hier einmal Funke, Superballer 1, könnt ihr euch hier nochmal alles durchlesen. Die Superballer 1 haben eine NEC von 24 Gramm, das heißt pro Böller eine NEM von 6 Gramm. Und dann haben wir hier die beiden richtig fetten Funke Superballer 2 Schinken. Ich hole mal beide kurz raus. Also das sind schon echt richtig, richtig fette Dinger. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal die Kamera wieder vom Stativ und dann schauen wir uns das nochmal genauer an. So, dann haben wir jetzt nochmal die drei Sachen, die bestellt wurden. Wir haben hier zwei Funke Superballer 2 Schinken und ein Päckchen Superballer 1. Hier habe ich ja eben schon was gesagt zur NEC-Anzahl. Also wirklich die Grammanzahl, die da drin ist und wie der Böller verarbeitet wurde, das ist echt extrem. Deswegen sind die auch so sauteuer. Normal kostet so ein Schinken 70 Euro. Das heißt, das beides ist jetzt ca. 140 Euro wert. Aber da war ja eine kleine Aktion. Wie jeder weiß, macht PyroWeb jeden Tag ein Tageskracher-Angebot. Wie eben auch schon erwähnt, Leute, das sind nicht einfach ganz normale Böller. Die sind wirklich preiswert hergestellt und die sind einfach ultra laut. Das habe ich jetzt aber auch schon oft genug gesagt. Hier nochmal zum Beispiel, wir haben hier die D-Böller, die sind schon letztes Silvester bzw. 2017 rausgekommen. Die sind auch mega, mega heftig. Ich verlinke euch unten mal ein Video dazu. Ich habe dazu auch schon Videos hochgeladen natürlich. Schaut euch die einfach mal an und guckt euch an, wie heftig diese Teile wirklich sind. Und die haben jetzt hier gerade mal 4,5 Gramm NEM und dann könnt ihr euch schon vorstellen, was die Superballer 2 mit 8 Gramm erreichen werden. Aber jetzt würde ich sagen, packen wir einfach mal die Superballer 2 aus und schauen uns die genauer an. So, Leute, ich habe schon mal einen Schinken aufgemacht, damit das nicht mehr so lange dauert. Ich habe jetzt da schon echt viel geredet in dem Video. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt, wie schon gesagt, die Funke Superballer 2. Wir haben hier eine NEC von der Packung mit 32 Gramm, was echt heftig ist für deutsche Verhältnisse, was man sonst mal zu Silvester bekommt. Und ja, wir machen jetzt einfach mal eine Packung auf. Wir gucken uns einfach mal die Böller an. Also wirklich richtig, richtig fette, lange Böller. Sonst kennt man das ja immer so, man hat immer so Superböller 2 zu Silvester und die sind dann, ich sag mal so, bis hier ist die Papphülse leer. Naja, auf jeden Fall hier Funke Superböller 2. Wir haben hier nochmal stehen, die sind in Kategorie P1 eingestuft, was auch dadurch dann das ermöglicht, dass man mit 18 die das ganze Jahr erwerben und auch das ganze Jahr zünden darf. Wir haben hier dann nochmal die NEC, 8 Gramm. Bei den D-Böllern war es ja 4,5 und bei den Superböller 1 6 Gramm. Also wirklich richtig krasse NEC-Anzahlen für diese Böllergrößen. Ich bin gespannt auf den Test. Man sieht hier auch mit grauer Lunte einfach richtig, richtig sauber und richtig, richtig geil verarbeitet, Leute. Das ist wirklich richtig Qualität. Die Dinger drücken richtig, das versichere ich euch jetzt schon.
Tests werden auf jeden Fall folgen, Leute. Das wäre jetzt erstmal das Unboxing und ein paar Informationen so über die Funkeböller. Sollten aber auch einfach schon viele kennen. Aber die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, denke ich mal, wissen jetzt ein bisschen mehr darüber. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Freut euch auf richtig geile Videos mit den Superböller 2 von Funke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Explosive Fireworks.